Tag 6 der Australian Open ist beendet. Viele spannende Spiele heute wieder dabei gewesen. Aber ich möchte mir ein Spiel nochmal herauspicken und eine Statistik, die während dieses Spiels gezeigt wurde. Also, bleibt gespannt. Viel Spaß beim Video. So, wie gerade schon gesagt, heute waren wieder viele spannende Spiele zu sehen bei den Australian Open, aber ich möchte nochmal ein Spiel herauspicken, beziehungsweise eine Statistik, die während des Spiels Nadal gegen Norrie gezeigt wurde. Hier ging es um die Average, also wie es da hingeschrieben wurde, Average Net Clearance. Ja, was damit gemeint ist, ist der Abstand der Flugkurve des Balles über dem Netz, ja, das heißt, wie hoch der Ball über dem Netz herfliegt. Und da konnte man ganz gut erkennen, ich nehme jetzt mal den Wert von Nadal, der war 84 cm im Durchschnitt über der Netzkante. Und das ist ganz wichtig, dass wir das hier auch als Spieler verstehen, damit wir das in unser Spiel einbauen und uns sogar noch höher an diesem Wert orientieren. Denn auf der einen Seite muss man verstehen, spielen die Topspieler ja auch mit einem gewissen Abstand über dem Netz. Es ist erstmal der Fehlglaube hier bei vielen Spielern, die es immer spektakulär machen wollen und immer möglichst flach über dem Netz spielen. Ja, auf der einen Seite schwierig, dann auch noch die Länge reinzubekommen und natürlich riskant. Und genau diese zwei Punkte sind es, die dafür sprechen, dass wir eher einen höheren Abstand zum Netz haben sollten, damit wir auf der einen Seite natürlich Fehler vermeiden, weil wir viel mehr Abstand zum Netz haben. Das heißt, wir machen keinen Fehler mehr ins Netz rein. Ja? Kein Fehler mehr ins Netz rein. Das heißt, dieses Risiko haben wir damit schon mal ausgearbeitet. Ja? Ist schon mal eliminiert. Dann durch die Höhe über dem Netz. Durch die Höhe über dem Netz bekommen wir nochmal eine viel bessere Länge auch in unseren Bällen, ohne viel Druck zu machen. Das heißt, ich würde immer erst anfangen, mit der Höhe zu arbeiten, um so Länge in die Schläge reinzubekommen, als mit viel Druck. Denn je mehr Druck man spielt und je flacher über dem Netz man ist, desto schwieriger wird es konstant, auch die Länge in die Bälle reinzubekommen. Ja? Es ist zwar möglich, ein, zwei, dreimal hintereinander, ja? Aber je öfter man es dann macht, desto schwieriger wird es, diese Konstanz zu halten. Deswegen immer darauf achten, dass ihr auch genug Abstand habt zum Netz und so erstmal versucht, die Länge in die Bälle reinzubekommen. Auch die Höhe bringt uns natürlich dazu, dass wir am Ende mehr Zeit haben, um uns wieder richtig hinzustellen, um uns wieder richtig zu positionieren, weil der Ball einfach länger in der Luft ist. Was ihr dabei natürlich beachten müsst, genügend Topspin zu haben, damit der Ball nicht durch die Höhe viel zu weit nach hinten ins Längen ausfliegt. Ja, das muss auf jeden Fall trainiert werden. Das heißt, Topspin üben. Wer das noch nicht ganz beherrscht, für den haben wir auch eine Playlist gemacht, wie man den Topspin idealerweise lernen kann, werde ich hier oben nochmal verlinken, dann könnt ihr euch das ansehen. Das heißt, achtet wirklich darauf, mit Topspin, ja, der gibt ja auch die Sicherheit, plus diese zwei Merkmale einzubauen, dass ihr Höhe über dem Netz habt und die Länge dann auch da drin habt. Ja, das wollen wir erreichen und das bringt uns erstmal dazu, viele Punkte zu gewinnen, solide zu sein im Spiel. Aber achtet wirklich darauf, nicht immer diese spektakulären Bälle zu spielen, flach übers Netz, einfach einen Strahl auf die andere Seite des Feldes, um den Gegner da aus der Balance zu bringen, sondern versucht die Punkte aufzubauen mit genügend Höhe. Wenn ihr das üben wollt, dafür gibt es natürlich auch Tools. Tools beispielsweise, dass ihr hergeht und euch so eine Zauberschnur spannt. Das heißt, an den seitlichen Netzpfosten macht ihr eine Erhöhung, eine Netzerhöhung rein, eine Stange, sei es was. Darum bindet ihr ein Seil, zieht das auf Spannung und dann spielt ihr immer über dieses Seil drüber. Ja? Spannt euch das erstmal 1,5 Meter über dem Netz auf, sodass ihr erstmal die Höhe habt und dann versucht wirklich mit Spin zu arbeiten, mit Höhe zu arbeiten und so schon mal solide Schläge aufbaut. Heute in diesem Video eher weniger Szenen aus den Australian Open, aber mir war wichtig, nochmal diese Statistik hier an dieser Stelle zu erläutern, weil ich finde, es ist enorm wichtig für ambitionierte Tennisspieler, das immer im Hinterkopf zu behalten, wie hoch die Profis auch über das Netz spielen. Ja? Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben hier lassen, Abo hier lassen auf dem Kanal und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.